Hallo Lüneburg, guten Morgen. Wir sind endlich angekommen. Wir hatten eine lange Fahrt. Jetzt sind wir endlich angekommen und jetzt freuen wir uns auf einen schönen Tag hier. Wie fahrt ihr denn? Oder nee, wie fahren wir denn? Das muss ja die Frage sein. Wie wir fahren? Wir fahren mit diesem Bus hier. Und den hast du ganz für dich alleine? Nee, wir sind 16, glaube ich. Alle Betten belegt. Voll bis unter das Dach. Da sind Betten drin? Ja klar, da kann man oben schlafen. Jeder hat seine Koje, kann er schön Vorhang zumachen. Tick, tick. Und dann geht's los. Zeig mal. Man kommt so die Treppe hoch. Dann siehst du links ganz viele Kojen. Siehst du rechts ganz viele Kojen. Die Nicht-Schnarcher schlafen auf dieser Seite. Ja, und hier kann man das dann ganz schön, kann ich mal zeigen. Ne? Der Fabi schläft noch. Nein, der Fabi. Der Fabi ist so ein Langschläfer immer. Niedlich. Guck, so jedenfalls kannst du hier. Jedenfalls kann jeder so seine Koje, weißt du, so zack, ciao. Ciao, Kakao. Weißt du, fertig. Na, das war's, mehr ist nicht. Schlagzeuger gesichtet. Guten Morgen, Novi. Hallo. Was machst du? Sieht man ja. Kaffee trinken. Genau. Heute Lüneburg, waren wir schon mal hier? Ich glaube, wir haben noch nie in Lüneburg gespielt. 2004? Vamos? Oh Gott. Okay, da klingelt nichts mehr, ne? Aber das waren noch die wilden Zeiten. Davon ist nicht mehr viel übrig, oder bei dir, Novi? Nee. Erinnerst du dich? Eher nicht. Wie viele Auftritte, denkt ihr eigentlich, haben wir schon gespielt in unserem Leben? Nur mal schätzen, ich habe es nicht gezählt, keine Angst. Ich habe früher immer, als wir noch Coversongs gespielt haben und so, hatte ich immer so eine Liste mit Gigs. Ich habe jeden Gig aufgeschrieben. Na, und wo ist die Liste jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich habe das schon noch irgendwo. Ja, ich sag mehr als 1000. Ja, man täuscht sich da auch schnell. Was machst du gerade? Ich höre mir die Probe von gestern an. Wir können gerade nicht im Proberaum und weil wir auf nochmal spielen wollen, live jetzt, müssen wir das jetzt on Tour proben. Gibt es noch viel zu tun? Auf jeden Fall. Bridge auf. Scheiße. Der schwerste Text, den wir je geschrieben haben. Das ist echt Mist. Aber nur merkmäßig. Okay, wir probieren es. One, two, three, four. Aufatmen. Ach Gott, geht das schon gut los. One, two, three, four. Aufatmen. Auftauen. Auftauchen. Aufbauen. Das gibt's doch nicht. Wir kommen nicht mehr über die ersten vier Worte nochmal. One, two, three, four. Aufatmen. Auftauen. Auftauchen. Aufräumen. Aufbauen. Aufblühen. Aufstehen. Aufstehen. Stehen, richtig. Aber fast, nochmal. Aufatmen. Auftauen. Auftauchen. Auftauchen. Aufräumen. Aufbauen. Aufblühen. Aufstehen. Aufbleiben. Aufdonnern. Aufbrechen. Aufdrehen. Juhu. Wisst ihr, klappt da richtig. Ganz easy peasy. Los geht's. Super. Okay, cool. Soundcheck beendet, wir chillen jetzt noch ein bisschen und dann geht's bald ab auf die Bühne. Ich will niemand in der Mannschaft haben. Ich werde immer als letztes gewählt, wenn es um Fußball geht. So, warte das Armgelenk aus. Ich will eine zweite Chance. Nee, gar nicht. War sah gut aus, Steff. Und Dribbling, Dribbling. Oh. Hey. Oh. Thank you.
Feinde, der Gute, der Feinde, der Gute, der Feinde, der Gute, der Hotz. Ja, das fühlt sich an. Das war der Knaller, Lüneburg. Ich weiß nicht, was da los war, aber es war so einiges los heute an diesem Samstagabend. Also, das ist Gänsehaut. Und wir sehen uns in Hamburg, oder was? Ja, ich wusste gar nicht, ob ich es sagen durfte, aber jetzt ist es eh raus. Leute, wir sehen uns nächsten Sommer in Hamburg. So, jetzt wisst ihr es. It's out. Nächsten Sommer Date in Hamburg. Lüneburg, ciao.